It is natural to die. Hallöchen und ein herzliches Willkommen hier bei World of Warcraft. Ja, wir sind immer noch bei uns im Paladin. Ich möchte mir von vornherein auch gleich mal entschuldigen, dass jetzt ein paar Tage, ich glaube sogar über eine Woche, eineinhalb Wochen, zwei sogar vielleicht, keine Folgen mehr kamen. Ja, ich hatte einfach wenig Zeit, wie halt schon oft. Und es läuft ja parallel noch Assassin's Creed 2, da kommt ja ein bisschen mehr. Zwischendrin kommt vielleicht auch mal ein Tag nichts, aber das liegt da nicht, dass ich nicht spiele, sondern ja, der Computer muss halt durchrendern, das dauert halt alles seine Zeit und wenn ich das halt zu knapp aufnehme, dann ist zwischendrin mal ein Tag, wo nichts kommt. Aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Der zweite Punkt, den ich jetzt noch gerne am Anfang erwähnen würde oder sagen würde, ist, wie würdet ihr das finden, wenn ich WoW einfach an einem Stück raushau? Also ich spiele jetzt ein, zwei Stunden und hau dann die kompletten zwei Stunden auf YouTube hoch oder häppchenweise wie immer 20 oder 30 Minuten Folge, dafür halt fast jeden Tag oder halt so lang wie halt im Prinzip die Aufnahme geht. Das müsst ihr mir sagen, wie ihr das wollt. Wenn ich es halt jetzt an einem Stück hochbringe, dann kommt halt irgendwie nur eine Aufnahme. Ja, einmal in der Woche zum Beispiel, jeden Sonntag, eineinhalb bis zwei Stunden WoW daddeln. Ja, ich überlege mir selber noch, vielleicht mache ich jetzt das mal als Test für die eine Folge hier. Weil das macht es für mich auch einfacher. Ich brauche nicht groß schnibbeln. Und kann es dann direkt hochhauen. Also nur im Prinzip das Intro und ein bisschen rendern lassen und dann war es das. Oh, irgendwie leckt das hier ein bisschen. So, das war es jetzt erstmal mit meinem Rumgelaber. Ich kann höchstens jetzt mal wahrscheinlich eine Stunde aufnehmen, je nachdem wie ich jetzt drin bin, weil wir haben gerade 3 Uhr in der Nacht. Und ich nehme hier auf, ja. Ich habe nämlich gerade mit Kollegen noch Destiny 2 gespielt. Und ja, der muss da jetzt pennen gehen und ich bin noch wach, dann ich habe irgendwie 3 Energy Drinks hinter mir und könnte jetzt sowieso nicht schlafen. Und dann habe ich gedacht, nehme ich halt gerade die Zeit und nehme ein bisschen auf, wenn ich die gerade habe. Und wir machen jetzt hier, zack. Ich glaube, wir haben Eberriebchen, wir müssen Eber töten, okay. Boah, das blendet mich jetzt gerade hier mega mit dem Schnee. 3 Uhr nachts, versteht? So. Die Helligkeit gar nicht gerade ein bisschen schlecht runterstellen. Aber was soll's. Schnee blendet ja sowieso immer, vor allem wenn die Sonne scheint. Es ist ja hier jetzt eh gerade nachts, weil ich ja nachts aufnehme, das seht ihr. Das Ding wollte ich auch schon immer hier weg haben, aber ich krieg's irgendwie nicht weg. Sieht man hier irgendwo die Uhrzeit? Ich glaube, ah doch unten, 3.07 Uhr, ne? So, komm, hau ihn weg. Ey, wir haben Post. Ah! Ich glaube, es ist WoW-Geburtstag, ne? WoW-Geburtstag. Egal, dann gehen wir gleich an den Briefkasten, wenn wir das hier erledigt haben. Wir brauchen Eberwippchen. Eberwippchen. Ja, nee. Da geht's geradeaus, geht's nach Knomerigan. Oder? Ich glaube, Knomerigan. Ah, da haben wir auch direkt noch andere Quests. Ah, da müssen wir da runter, okay. Aber jetzt suchen wir noch hier ein paar Eberriebchen. Wo sind sie denn? Hi, Alter. Komm her, mein Freund. Zack, zack, bam. Ja, ja. Irgendwie freue ich mich schon ein bisschen, wenn Classic rauskommt. Einfach nur so um alten Willens so. Und dann werde ich bestimmt dann auch mal ein Video machen, wie wir uns mal Classic anschauen. Ich denke mal, das ist auch ziemlich cool. Mal so zwischendrin. Ich steige mal kurz auf mein Bike. Dass wir hier mal schneller ein paar Rippchen hier uns wegschneiden können. Rippchen. Rippchen, Rippchen. Da. Da ist ja einer.
Heilen können wir uns ja auch, aber brauchen wir jetzt nicht. So. Perfekt. Wir geben das mal ganz kurz ab und dann gehen wir... Wir müssen da hoch. Okay. Ich würde sagen, dann machen wir erstmal die da oben und dann... Ich glaube, nächste Quest müssen wir dann irgendwo mal hier runter oder so. Aber die tun ja ab und zu mal die Quests anpassen. Manchmal. Also ich glaube, zu Kataklysmen das letzte Mal. Storymäßig halt. Ach, warte mal, hier gibt es ja irgendwo noch einen schönen Weg, den ich immer nehme. Tap, tadap. Okay, den nehme ich eigentlich nicht, aber... Okay, da haben wir ja ein paar. Feuer! Unterbrechen kann ich leider noch nicht. Glaube ich. Nee. So, die müssen wir auch noch einsammeln. Schimmerkraut. Das gute alte Schimmel... Schimmerkraut, nicht Schimmel. Oder? Schimmer, ja. Es schimmert. Ich werde mir wahrscheinlich vom anderen Charakter ein bisschen Geld schicken. Oder werde mir... Beziehungsweise ich werde hier... Rucksäcke mir rüber schicken lassen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Denn das ist echt wenig, was wir hier haben. Und deswegen werde ich mal mit meinem anderen Char, wo ich ein bisschen mehr Kohle habe, einfach mir ein paar Rucksäcke im AH kaufen. Oder mir selber schneidern. Ich weiß nicht, muss mal gucken. Aber die kosten ja eh nicht mehr so viel. Die kann man sich gut leisten. Vielleicht nicht die ganz neuen mit, keine Ahnung, 30 oder 35 Taschenplätze. Ich weiß nicht mehr. Hab mich schon lange nicht mehr drum gekümmert. Ich spiele jetzt WoW eigentlich zur Zeit nur mit euch. Und vielleicht zwischendrin mal ein paar wichtige Dailies. Aber... Oh, jetzt muss ich mich heilen hier. Jetzt verrecke ich gleich. Da ist noch was. Perfekt. Jetzt mal schauen. Ladidum-dum-dum. Ist da hinten die Sonne noch? Nee, oder? Geht die Sonne hier nie ganz unter? Oder ist der Mond? Ich weiß nicht. Ja, was weiß ich schon, ne? Was weiß ich denn schon? So. Zwei Schimmerkraut noch. Ja, kommt doch ruhig noch mehr von euch. Ich brauche endlich mal eine neue Fähigkeit, ey. Ist doch scheiße hier. Komm, ich hau dich weg da. So. Wann kriegen wir denn eigentlich eine neue Fähigkeit? Nee, Urteil des Tempels, also erst mit 10. Das dauert ja leider noch viel zu lange. So, für mich ist es jetzt bald ist Wochenende, ne? Morgen zum Glück nicht arbeiten. Ich arbeite meistens alle zwei Samstage. Wenn ich Frühschicht habe. Aber es gibt ja auch mehr Geld, ne? Ah ja, übrigens, ich werde es bald wieder mit GTA Roleplay anfangen, aber streamen darf ich das noch nicht, beziehungsweise Let's Plays oder aufnehmen, weil ich bin auf einem neuen Server jetzt angemeldet für die Alpha-Testphase Mitte Dezember ungefähr. Homestate für GTA RP. Ich muss da nochmal schauen, wenn es dann soweit ist und man aufnehmen darf. Muss ich wirklich mal schauen, wie ich das dann mache. Weil
Ich muss sie ab und zu muten. Also ich werde die ab und zu muten müssen, um mit euch reden. Also ich muss nicht, werde es aber tun. Ist ja ganz klar. Wieso haue ich die eigentlich immer noch um, wenn ich schon längst fertig bin? So. Wie ich dann TS mute. Weil das läuft ja dann über TS mit so einem speziellen Plugin, glaube ich. Ja, doch, ist so. Und da muss ich ja ab und zu muten, wenn ich mit euch rede. Aber es wird halt meistens so sein, dass ich nicht mit euch reden kann, weil wenn ich hier gerade im RP drinne bin und Leute, mit denen ich mich gerade unterhalte, kann ich ja nicht auf einmal mit euch reden und so. Das ist ja dann selbstverständlich. Die meisten würden ja RP kennen durch Saraza, ne? Oder auch andere Let's Player. Streamer mittlerweile. Aber wenn es dann mal soweit ist, dann werden wir das schon irgendwie hinbekommen. Vielleicht werde ich auch mal live gehen. Streamen, wenn es mal soweit ist. Aber ich denke mal, das wird noch eine Zeit lang gehen, weil es die Alpha, bis es dann wirklich komplett rauskommt, das kann schon noch ein paar Monate gehen. Aber eins am anderen. Ich wollte schon mal sagen, dass auf jeden Fall irgendwann noch RP kommt. Und dort wird es auch so sein, dass ich dann immer die komplette Folge raushauen. Also 1, 2, 3, 4 Stunden, je nachdem wie ich spiele. Und hallo. Mögen eure ja, und wenn ich zwischendurch auf Toilette muss oder essen muss, dann ja, schneide ich natürlich dann raus oder so. Alles klar. So, jetzt müssen wir hier, glaube runter, ja. Ja. Gut. Habe ich halt jetzt schon mal vorgeteasert. Weil GTA Roleplay ist halt einfach geil. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es macht riesen Spaß und ja, es ist halt so, dass man da halt oft länger spielt, als man sollte, weil wenn man gerade in so einem RP ist, kann man halt nicht einfach das Spiel so verlassen. Wenn du halt mal sagst, ich spiele jetzt eine Woche nicht, kann es sein, dass du eine Woche sehr viel verpasst. Vor allem, wenn du in einem Gang drin bist, ist es halt noch heftiger. Und ich spiele jetzt wieder mit Leuten zusammen, wo ich auf dem letzten Server zusammengespielt habe. Und es wird schon witzig. Wir wollen da schon was Geiles aufbauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mit dabei seid. Ah, wir müssen eh da rein. Da haue ich jetzt hier nicht gleich alle um. Weil da drinnen werden noch viel mehr sein. Ich vermisse auch, muss ich ehrlich sagen, ich vermisse eure Truck Simulator. Weil das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aber da mein Controller spackt, also mein Lenkrad, mein Controller ist ja auch kaputt. Irgendwann alles verabschiedet sich, auch meine Tastatur macht irgendwie zicken. Weiß nicht, irgendwie ist jetzt Ende, ja, alles am kaputt gehen. Ist das bei euch auch immer so? Das ist doch ätzend. Da braucht man Geld für Geschenke. Das Geschenke machen geht mir irgendwie auch auf den Sack. Ja, ja, so ist das Leben, ne? Boah, ich habe ganz, ganz trockenen Mund, weil ich jetzt schon über 3 Stunden im TS gequatscht habe mit dem Kollegen beim Destiny-Spielen. Einen Moment, ein Schlückle. Ja, ich nehme jetzt auch echt nicht lange auf, aber Hauptsache, dass mal eine Folge kommt. Oder zwei, oder ich halt am Stück. Ich weiß nicht. Mal gucken. Also wenn du das gerade anschaust, kannst du gerne einen Kommentar schreiben und mir sagen, ob ich an einem Stück die Folge hochlade. Also nur WoW. Beim anderen Let's Play, Assassin's Creed, mach ich das nicht. Es soll ja schon eine gewisse Regelmäßigkeit drin sein. Und jeden Tag 2 Stunden hochladen, sorry, das geht nicht. Ich habe leider noch einen Beruf. Ich glaube, das würde nicht mal gehen, wenn ich jetzt Vollzeit Let's Player wäre, mein Geld so verdienen würde. Ich glaube, nicht mal dann wird es gehen. Oder wäre knapp, weil rendern, hochladen. Ich glaube, 2 Stunden Folge rendern. Boah. Ich glaube, geht schon 6 Stunden zum Rendern, ne? Oder 5, 6 Stunden. Hab zwar einen guten Prozessor, aber ganz guten halt auch nicht mehr. Dauert das halt alles ein bisschen länger.
und bei YouTube hochladen. Oh je. Ich glaube, für eine 20-Minuten-Folge brauche ich ungefähr eine Stunde zum Hochladen. Ich habe eine richtig scheiß Internetleitung. 25k noch. Ist ätzend. Was geht euch durch den Kopf? Yep. Haben wir überlegt, ob ich auch mal der Elder Scrolls Online mal aus Spaß was aufnehme. Aber da eine Regelmäßigkeit reinzubekommen, ist halt auch ein bisschen ätzend. Weil, ja, ist Teso halt. Ich weiß nicht, das ist halt richtig viel storymäßig auch. Und wenn ich jetzt aufnehme, so mit drinne, oder ich bin ja da schon Level 50, so. Ich weiß nicht. Ich würde gern alles aufnehmen, was ich zock, aber es geht natürlich leider nicht. Es geht einfach nicht. Auch Switch-Spiele würde ich so gerne mal let's playen, aber dann brauche ich ja so ein, wie nennt man das? Game Capturing oder so. Was ich mir auf jeden Fall noch zulegen werde. Dann so ein Standmikro auf jeden Fall. Es kann sogar sein, dass ich das nächsten paar Tage bekomme. Aber dann muss ich mir noch so ein kleines Standfuß bestellen. Habe ich, glaube ich, letztens irgendwo noch erwähnt. Ich glaube, das war im anderen Let's Play. Joa. Dann ist irgendwie die Qualität von der Stimme her noch besser. Und man übersteuert da auch nicht so. Und ja, heilen wäre auch nicht mal schlecht, ne? Die hauen doch schon gut rein. Ich habe halt kein Level Gear an, oder? Nee, ich habe keins angezogen. Mir fast gar keine Rüstung an. Was kann ich für euch tun? Hat er mich gesehen? Oh, nee. Weghauen, mein Freund, weghauen. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles erledigt, oder? Ich würde sagen, hab keine Lust. Brauerei Donnerbräu, wo ist das? Ich hoffe, da kommen wir jetzt hin, wo wir hinwollen. Ich bin mir nicht sicher. Okay, sehr gut. Habe ich letztes Mal zum Heimatort gemacht. Ist meistens das erste. Ah, okay. Stallmeister. Ah, warte mal. So, wahrscheinlich das gleiche Geschenk wie immer. Brief der Zeitwanderung, okay. Abzeichen, Feiertagspaket. Oh. 14%. Wegen 14. Geburtstag, alles klar. Ja, okay, jetzt kriegen wir halt... Ja, egal. Ich glaube, eine Woche lang ist das gültig. Historiker. Treffen wir in der Königsbibliothek, okay. Jedes Jahr reise ich nach Sturmwind, um Abenteuer wie euch zu helfen, unsere gemeinsame Geschichte zu würdigen. Wir müssen zwar die Zukunft immer fest im Blick behalten, aber wir dürfen dennoch nicht unsere Vergangenheit vernachlässigen. Besucht mich in der königlichen Bibliothek von Sturmwind. Dort können wir uns weiter unterhalten. Soll man da mal hinfliegen? Ist ein Stück. Ist ein rechter Weg, aber mal gucken jetzt. Grüße! Man sieht sich! Ja, man sieht sich. So, jetzt müssen wir dann gleich Level Up sein. Ja, wir kriegen jetzt sehr viele P, 14% mehr. Was willst du eigentlich von uns? Alles klärchen! Okay, mal gucken, ob wir nach Sturmwind überhaupt fliegen können. Schon. Aber ich glaube. Ich glaube schon. Boah, wenn ihr Rufzuwachs ist, das muss ich doch mal wieder... Ah, nee, wir können nicht hin. Scheiße. Da müsste ich jetzt in die Eisenschmiede und von dort halt, ich glaube, durch die Tiefenbahn. Da bin ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr, aber wenn ich jetzt sage, ich mache das nächste Mal, dann oh, hier. Dann ist wahrscheinlich Geburtstag schon wieder um. Ah, das wird eh nichts Wichtiges sein. Kriegt man da irgendwas? Ich dachte eigentlich, alle Flugpunkte sind immer freigeschaltet, aber wahrscheinlich, weil ich auf dem anderen Server bin.
ätzend. Wie ätzend. Naja, egal. So sind wir dann schneller Level 10. Geht's halt doch ein bisschen schneller. Aber scheiß drauf, die 14%. Ist ja sowieso alles skaliert, von dem her egal. Ne? Könnt ihr trotzdem komplett die Story hier durchleveln. Wobei Story jetzt ist auch ein bisschen doof gesagt. Ich lese ja nichts. Wenn man alle Quests hier liest, nicht so cool. Dauert ewig. Aber das wissen die meisten ja. Sonst würden sie kein WoW-Let's Play gucken. Wenn es überhaupt jemand schaut. Wer weiß. Ja, ich finde, zurzeit ist WoW, also BFA, langweilig. Ich weiß nicht. Zu Legion hatte ich das gar nicht. Da wollte ich immer spielen. Das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon erwähnt. Ja, ich spiele jetzt fast quasi nur noch wegen euch. So. Bisschen mal ein Let's Play hochladen. Ich glaube, ich werde das auch am Stück hochladen. Ah, ich weiß nicht. Schwierig. Schwierig. Ihr könnt mir das ja echt mal in die Kommentare schreiben. Ich würde mich echt freuen. Ich freue mich immer über jeden Kommentar und Daumen und so weiter. Oh, das war der falsche. Oh, jetzt kratze ich ja gleich ab hier. Gott sei Dank sind wir Paladin, können uns heilen. Wobei ich mittlerweile eher Lust auf einen anderen andere Klasse hätte. Druide wäre schon geil gewesen. Ein Worgendruide wäre jetzt echt cool gewesen. Habe ich aber... Naja, ist egal. Die bekommen übrigens ja auch neue Modelle. Aber ab wann weiß ich auch nicht. Sind da hinten welche, die wir brauchen? Ich glaube nicht, ne? Doch, da. Das ist cool, dass sie neue Modelle bekommen. Weil die sind jetzt auch schon ein bisschen älter. Weiß nicht, wann kam Worgen dazu? Ich glaube Kataklysm, ne? Ha, ihr seht es ja, 14 Jahre WoW. Ist schon heftig für ein Spiel. Und wie heftig sich das in 14 Jahren auch verändert hat, müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist schon ein Meisterwerk. Das schafft keiner mehr. Hundertprozentig schafft das keiner mehr. Davon habe ich, sagen wir mal, 10 aktiv gespielt. Ah, haben wir es erledigt. Okay, perfekt. Alter, wieso ist das so groß? Was ist denn hier passiert? Bö. Mein Addon aktualisieren wahrscheinlich. Hab Twitch nicht so oft offen. Damit kann man ja auch Addons von Spielen aktualisieren. Aber das wissen ja die meisten, denke ich. Das ist im Prinzip ja der Nachfolger von Curse. Ich weiß gar nicht, ob Twitch Curse gekauft hat oder wieso die auf einmal hier Apps haben. Bin in dieser Materie nicht so ganz drin. Hey! Hinfort, hinfort! So, jetzt hat der wieder eine Quest. Ich kann mit meinem Bike hüpfen. Im echten Leben wäre das auch ganz cool. Muss man denn hin? Ah, okay. Ich könnte mal wieder eine neue Waffe gebrauchen, glaube ich. 4GS. Ah. Ich glaube, wir müssen jetzt in dieses Portal-Dings da reinhüpfen oder irgendwie rüberspringen. Hi, wie geht's? Muss ich gerade mal kurz gucken. Haben sie das wenigstens diesmal? Nee, das ist immer noch das ganz alte Motiv. Total verpixelt. Oh, WoW. Wir könnten auch mal einen neuen Wappenrock machen, die ich seit 5 Jahren, oder 10 Jahren den gleichen Scheiß. Naja.
Okay, wir müssen jetzt hier rüber jumpen. Ich weiß noch damals, es ist oft passiert, dass ich hier rübergekommen bin, der Fallschirm sich nicht geöffnet hat und ich einfach mal eiskalt abgekratzt bin. Ja. Jetzt wäre es auch fast wieder passiert. Naja. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Richtig. Hey, man sieht dich. Man sieht sich. So, wir müssen jetzt auch noch ein paar schrumpfen. Ich glaube, die können wir schrumpfen, ne? Nö. Ah, die anderen da. Ich will jetzt Level 10 sein. Wir sind jetzt 8. Ihr glaubt gar nicht, was für eine Arbeit das war hier, das so zu machen, wie ich das hier habe. Ich kapiere nur nicht, warum. Der ist... Ah, ist irgendwie komisch. Ich habe das eingestellt, auf einmal ist das kleiner geworden. Deswegen sieht das gerade so komisch aus. Eigentlich sollte das größer sein. Muss ich bei Bezeiten mal wieder einstellen. Wieso habe ich den eigentlich jetzt gekillt? Vor lauter Quatschen wieder, ey. Ich quatsche Bolli. So. Der hier noch? Nein, falsch, das. Ich glaub, mich schrumm. Oh, guck mal, wie klein. Leg mal. Wie süß da. Wie süß. Kann auch hier auch antanzen, wenn ihr wollt. Okay. Ja, spielen wir einfach mal so, gell? Ist doch cool. Ah, geht nicht. Schon erledigt. Geht gar nicht. Müsste ich es mir auf eine Taste legen? Kann ich die töten? Nee, muss ich nicht töten. Ah, da sind wir ja schon wieder da, wo wir vorhin schon waren. Na, so ist das. So ist das. Jetzt müssen wir da hinten noch hin und... Genau, so war das. Ich wollte schon durchrennen wie damals. Einfach durchrennen, eins am anderen umhauen. Aber das geht nicht, meine Freunde. Das geht nicht. Seit der Levelanpassung ist das nicht mehr so einfach. Mann, habe ich einen trockenen Mund. So, dann haben wir da noch einer. Und tschüss, Kleiner. Das wäre so ein perfektes Tier. Haustier. So, jetzt können wir, glaube ich, hier abfeuern. Ich glaube, es ist mehr hier. Abfeuern. Ja. So, jetzt wird es, glaube ich, bombardiert, soviel ich das weiß. Haus ist kaputt. Hätte ich auch einfach anzünden können, aber ey. Stirb jetzt, danke. So, jetzt haben wir, glaube ich, hier noch. Oh je. Der hat ein bisschen mehr drauf. Nutzen wir direkt mal die Steinhaut. Oh, da. Oh, fuck, das war jetzt nicht so gut. Eigentlich mit der Steinhaut die Kanone 10% verringert. Alles klar. Oh. Das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, dass er sich verwandelt. Normalerweise ist der immer in 2-3 Schlägen, war der immer tot. Tja, so ist es mit dem Levelanpassung. Seitdem habe ich halt auch nie gespielt, groß. So, der ist schon mal hinüber. Ich glaube, den müssen wir auch noch umhauen. Ja, ja, diese Auto-Hits. In Classic war das noch viel heftiger. So, einer noch.
Da wäre gerade einer. Perfekt, die Kussi. Weg, Hauli, du kleiner Froschmännli. Schweizer war ich. Schweizer. Immer, immer Lee. Bergli. So. Alles beendet. Abgeschossen. Alles klar. Abgeben. Willkommen. Und fertig. Der Tag leuchtet schon. Danke, Level Up. Interessant. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke, wünsche mir einen schönen Tag. So, plus zwei Rüstung. Was ist denn hier runter hier? Ich glaube, sonst... Oh, ein Umhang. Haben wir auch noch keinen angehabt. Ich hätte gern ein Einhand und ein Schild. Ja, Mann. So möchte ich das gerne haben. Oder doch nicht? Nee, das ist eigentlich eher für Tank, ne? Wobei ich jetzt trotzdem die Einhandwaffe anbehalte... Weil das ist Stufe 4. 8. Okay. Wo müssen wir hin, Leute? Dahin. Okay. Hier oben ist übrigens... Was ist Schimmergrad? Ah, hier Knurmregan. Hier oben ist Eisenschmiede. Das ist ja auch schon wieder bald wieder Weihnachten, hey. Was man hier anpassen? Übrigens, wenn man SRGM drückt, dann gibt es hier noch so eine Minikarte. Eine Minikarte von der großen Karte. Also nicht so eine Mini-Ding wie hier, sondern... Die ich irgendwie aber nicht verschieben kann. Wow. Wow. Wie cool ist das denn nicht? So, nicht. So. Schön, euch zu sehen. Flinthammer, was hast du für mich? Flinti, Flinti, Flundi. Eure Reisen sicher sein. Pauf, Smuli, Luli, Luli. Ja, haben was? Hä? Oh, 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 da kommen sie. Wegsmashen? Nein, geht noch nicht. Ah, die klauen hier was. Ihr klaut da was, ihr kleinen Drecksspätze hier. Klaut ihr hier einfach unsere Widder? Ich glaube, ich raschli aus, du. Raschst du nicht einfach, du? Das ist gut doch nicht, du. Kopf hat Deckel noch einmal. Das raschst du nicht bringen. Raschst du doch nicht bringen. Klau dir einfach unsere Widder. Ich glaube, mir hackt's. 1, 2, 3, 4. Ihr seid doch alleine, dann macht das doch. Ja. Geht schon schnell mit diesen Prozenten. Komm, du Räuber, ich knall dir einen Deck weg, du. Jetzt du auch. Ich will gerne mein heiliges Licht haben. Dann kann ich wegdonnern. Boah, geht das ewig, das ist ja nicht mehr normal. Ja gut, wenn wir es eh gerade können, dann können wir ja auch gleich mal ein Schild nochmal anziehen hier. So lang. Aber wenigstens ein bisschen blocken. Blockenschild, die blocken. Blockt er überhaupt? Scheiß Schildhand. 72er Block. Ey, der haut ab. Okay, gut. Das heißt, wir müssen den wahrscheinlich gleich wieder... Man sieht sich. Wir kriegen ein Handgelenkchen. Und einen Gürtel. Und ein Handgelenk. Und Sting. Oh, ja. Ja, jetzt haben wir schon ein paar Sachen mehr an. So langsam, aber gut. So,
Rudra, Rudra Bernru, was hältst du für mich? Erhalte dein Fangsein von Vegash, okay. Der Vegash ist da oben, das weiß ich noch auswendig. Das weiß ich noch auswendig, du. So. Ich möchte euch etwas kaufen. Ich glaube, ihr habt die eh schon alle, oder? Ich glaube, die habe ich eh schon. Wir verkaufen mal kurz den Schießtraktor. Buchen wir nämlich alles nicht. Sag ich euch gleich, du. Und wenn irgendjemand mich nicht versteht, das ist alemannisch. Das ist alemannisch, was ich da schwätze. Kommt man hier hoch? Nein. Zibato ist ja wie's los. Auf jeder Gasse und auf jeder Stoß. Wieso komme ich da nicht hoch? Hat sich sogar gereimt. Ja, ja, kennt ihr das Lied nicht? Im Hieber, da ist ja bis los. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Mal gucken, ob ich weiß gar nicht, ob es auf YouTube gibt. Vegash, eigentlich ist doch der da drin. Also, da draußen, da drinnen, manchmal, da, mal da. Du alte Vagash. Hau da eins hinter den Latz. Ich will die ganze Zeit mit rechts blocken wegen Teso. Heieieiei. Aktives Kampfsystem. Ich würde es mir für WoW so wünschen. Sehr einfach. Hoffentlich machen sie das bei WoW 2. WoW 2 kommt. Das wird kommen. So wie das Amen in der Kirche. Die sind auch mit 100% schon dran. Fort mit euch. So, Zimmer. Ruf, okay. Rüstung, zieh mal an. Ah, sieh mal leider nichts. Gestohlene wieder zurückbringen. Ich weiß genau, dass man da pfeifen muss. Entweder wir müssen jetzt selber pfeifen mit Hashtag Pfeilen. Slash Pfeifen. Oder kommt es hier ein Pfeifensymbol? Ich glaube nicht. Steht da? Geht na und stoßt einen schrillen Pfiff. Steht hier gar nicht. Ah, da. Das hat man früher noch gemacht. In den neuen Addons kommt so ein Balken mit allem möglichen Zeug, aber wieso sie das noch nicht gemacht haben, verstehe ich bis heute noch nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, Makros. Benutzt heute überhaupt noch irgendjemand Makros? Hab so viel hier. GZ, Hallo, Heal. Aber, ich höre. Das war damals, wo man noch umskillen konnte mit einem Klick. Ah, da kann man pfeifen. Tja. Ja, komm mein Freund. Ah ne, ich muss diesen anderen anpfeifen, die hier. Ich dubele. Irgendwie auch schön, dass man nicht zum Klassenlehrer muss, das war auch immer ätzend. Das wird beim Classic wieder manchen auf den Keks gehen. 100%. Ja, toll. Jetzt muss ich gegen zwei Stück kämpfen. Ich will meine neue Fähigkeit haben. Dann bin ich schneller. So. Ta-da-da-da-da. Oh, guck mal, wer da aufgetaucht ist. Cool. Sechs Stück soll ich zurückbringen. Ich seid ihr des Wahnsinns. Das Wahnsinns. So. Jetzt noch zwei. Da ist einer und da oben dann ist auch nochmal einer. Aber zwischendrin haben wir noch ein Eisklaue-Bär. Ein Eisklaue-Bär auf alemannisch. Eisklaue-Bär. Und Schwobe würde sagen, Eisklaue-Bär wahrscheinlich.
Ah, was weiß denn ich schon? Ich vor allem. Da hören es die meisten raus, weil ich nicht sage ich oder ich, sondern ich. Hallo, ist ICH, dann heißt es auch ich. Ich. Verstehe ich nicht so. Naja. So ist das Leben, meine Freunde, so ist es halt. Ist ja schön, dass es noch diese Sprachen gibt. Sterben ja alle allmählich aus. Da Hochdeutsch halt einfach jetzt langsam. Außer Türkisch, auch noch viele unterwegs hier. Schöne Sprache übrigens. Mir mag ich die Sprache, Türkisch. Was kann ich für euch tun? Habe auch sehr viele türkische Freunde. Ja, Mann. Ja, Mann. Jetzt könnte man sogar Schlachtfelder gehen. Gehen wir aber nicht. Benötigt zwei Handwaffen, Nahkampf, scheiße. Kacke. Fuck. Kriege ich das jetzt hin? Her? Hin, her, her und hin, her? Durch den Kopf. Hallo, wo kriege ich eine Zweihandwaffe? Ihr kleinen Wichser. Mal gucken, vielleicht können wir hier welche kaufen. Ich hoffe es denn, weil sonst muss ich zurück schnell nach Karanot. Oh, scheiße, was ist jetzt passiert? Die Kamera hat sich geändert. Aber ich glaube, da kriege ich mal jetzt auch einen Flugpunkt. Oh, yep. Früher gab es ja nicht so viele Flugpunkte. Gut, hier gibt es 4, 3. Lappadi, lappadu, lappadi, du, 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 du. Da ist schon der Flugpoint. Was kann ich für was euch du für mich? Mögen eure Reisen sicher sein. Da, Waffenschmiedling. Leer links, links, Schlippe. Ah, okay. Perfekt. Mögen eure Reisen sicher sein. Ziehen wir das jetzt an. Jetzt können wir den auch benutzen. Hallo? Seid auf der ich hoffe, die werden mir jetzt gescheit angezeigt. Wahrscheinlich eher nicht. Ich bin ganz muss das irgendwo wieder einstellen. Mögen eure Reisen sicher sein. Hundertprozentig funktioniert das jetzt gleich nicht. Weil ich glaube, ich habe das ausgeschaltet mal. Bin mir nicht sicher. Ja. Aber es zeigt sie auch hier oben an. Von dem her ist es egal. Jetzt nämlich. Papam! Oh, das ist eine neue Animation. Die kenne ich ja noch gar nicht. Die kenne ich ja noch gar nicht hier. Cool. Ja, jetzt geht das Ganze ein bisschen schneller. Wenn man mal so eine neue Fähigkeit bekommt. Und ab 15 können wir dann endlich auf Vergelter skillen. Skillboom. Den kann man noch gar nicht angucken. Was kriegen wir da eigentlich noch? Aha, ein paar andere Sachen. Okay. Tschüss, mein Freund. Ich glaube, mit 5 Baller da am meisten rein, ne? Ah, kostet immer nur 3, okay. Man kann ja auch nicht immer alles wissen. Oh, da haben wir eins vergessen. Mensch, Ränzlein, du. Du altes Sackgesicht. Du altes Sackgesicht. Mal kurz heilen hier. Wäre nicht gleich wieder abkratzen. Aua! Drecksack. Perfekt. Jetzt werde ich aber komischerweise müde, hey. Kann doch nicht wahr sein. Freunde, so fit wie ein Turnschuh. Ja, aber ich nehme jetzt eh nicht mehr lang auf.
20 Minuten noch oder so. Gibt dann zwei Folgen oder vielleicht auch eine. Jetzt kommen drei, also hey. Also ein bisschen über, also übertreiben müsst das auch nicht hier. Jetzt kommen nochmal drei. Oh je. Oh je. Das ist ja schon Classic-Tot, ist das jetzt. Hau ihn weg jetzt. Ne, ihn. Ich muss ihn weghauen, nicht du mich. Tschüss. Ja, ihr seht's. Seht schon fast nervig, wie lange man braucht, um die wegzuhauen. So, noch vier Artefakte. Ich glaube, sind die drinnen? Ich glaube, die sind nur draußen. Ah, ja klar. Was habt denn ihr für eine Range, ey? Erdwurzel. Gute alte Erdwurzel. Nochmal einer, hey, sag mal. Kommt doch gleich alle. Ist in der Nacht, geht mal schlafen. Wie normale Menschen auch. Also, ich rede von normaler Mensch. Ich bin definitiv nicht normal. Nimm nachts um 3 oder fast 4 Uhr ein Let's Play auf, so wär, bin ich normal, ne? Jupp, jupp. Der kommt wahrscheinlich jetzt eh gleich. So, ich brauche noch zwei Stück. Wo sind denn die? Da ist noch einer, habe ich gesehen. Da hinten auch. Oh, drinnen sind ja auch noch welche. Ja, toll. Hunger habe ich jetzt auch. Was ist los heute? Hätte ich jetzt Level Gear an, ne? Würde mir die alle ein bisschen heftiger weghauen. Ich habe meine Idee. Ich gehe mal kurz schauen, wenn ich. Was haben wir denn da noch an Erbstücken? Haben wir Waffenerbstück? Ich glaube, eine Waffe wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir die anziehen würden. Ah, das ist 90 bis 100. Was war das, ne? Nee. Was hat Vergelter? Stärker Ausdauer, ne? Hab ich nicht mal. Doch, steht da. Komm, die knallen wir uns auf jeden Fall. Sagen, die lassen wir an. Ja, man geht schon ein bisschen besser ab. Sagen, die Waffe, weil die Waffe kriegen wir keinen EP-Boost so. Quelle Darkmoon Price Ticket. Okay. Das. Was Hallo. Geht euch durch den Kopf? Naja, sonst ist es blöd, immer eine neue Waffe zu holen. Dann macht man keinen richtigen Schaden und so. Ich meine, ewig rumkloppen will ich hier auch nicht, weil das geht schon eine Zeit lang, bis wir Level 120 sind. So. Ich meine, gut, jetzt durch dieses EP-Boost wird das ein bisschen schneller gehen. Hau mich nicht weg, Junge. Lust auf ein Glas? Ja, du kannst mir schlecht ein Glas geben, hä? Idiot. Oh Mann. Naja. Auf so Sachen haben sie ja damals nicht geguckt. Alle haben die gleiche Sprüche und reden irgendeinen Scheiß, obwohl sie gefangen sind. So, das ist komisch. Was geht euch durch den Kopf?
Ich glaube, ich würde mich echt riesig auf dem WoW 2 freuen. Sogar bald mal demnächst. Hallo. Nicht so wie Bethesda. Oh, wir machen Teso. Teso. Wir machen, ja doch. Wir machen The Elder Scrolls. Also Tess. Und kündigen das Teil 6 an. Lust auf ein Glas? Vor 2022 wird er definitiv nicht kommen. Spekulation natürlich, aber. Also in den nächsten 2 Jahren auf jeden Fall, mindestens bis 2021, werden wir keinen Test 6 sehen. Hä, sind wir fertig hier? Ah, ich muss wieder hoch. Ah, fuck it. Oh, ich bin's halt gewohnt. In neuen Add-ons muss man meistens nicht mehr hinlaufen und ploppt das Ding auf, zack, nächste Quest. Naja. Naja, jetzt müssen wir uns halt hier wieder durchschlagen. Aber wir haben jetzt eine gute Waffe. Hauen wir ein bisschen mehr Schaden rein. Gucken, vielleicht können wir auch hier hinten rum. Aber meistens haben die... Ja, die Range war klar. Wie viel hat die Waffe jetzt eigentlich? 15. Naja, gut. Schon ein bisschen mehr. Was willst du jetzt? Schnauze. So, jetzt will ich aber da hoch, ne? Menscheskinder. So, jetzt wahrscheinlich gleich schon wieder ein Level up. Man sieht sich. Ist auf jeden Fall besser. Zieh mal an. Ja, da ist schön er ja. Euch zu sehen. Fort mit euch. Fort mit euch. Was geht euch durch den Kopf? Jo, da sind wir schon Level 11, ne? Fix geht das, fix. Wie geht's? Müssen wir wieder da rein, ne? Ah, nee. Oh. Ich dachte, er muss nochmal in der Höhle was erledigen, aber in dem Fall wohl nicht. Sind wir ja nicht gerade weit durch die Höhle gekommen, aber pff, ich beschwere mich da nicht. Weil meistens, wenn man dann die Höhle durch hat und wieder rausgeht, sind schon wieder neue gespawnt. Und das ist nervend. So, jetzt haben wir das Gebiet auch bald durch. Wobei, komisch, eigentlich gibt es hier ein Ding, wo man hier hochfliegt noch, aber... Bö, habe ich das übersehen? Oder es kommt noch, dass ich gleich wieder zurück muss. Hm, wer weiß das schon. Schön, euch zu sehen. Bleibt sauber. Ich muss nicht zwingend da hoch, ehrlich gesagt. Hallo. Bleibt auf dem Boden. Was kann ich für euch tun? Da. So, die Quest hier machen wir noch und dann bin ich dann auch schon wieder weg für diese Aufnahme. Hauptsache, dass ihr ein bisschen Content habt. Jetzt sollte ich schon bald mal schlafen. Denn morgen ist Samstag, da habe ich meistens viel zu tun. Nämlich schlafen. Fitnessstudio. Putzen. Ganz wichtig. Ich bekomme Besuch, da muss ich putzen. Hey, die Waffe ist ja Gold wert, ey. Fühle ich mich ja fast schon schlecht jetzt. Egal, die Waffe muss sein. Ewig wollen wir hier ja auch nicht rumdatteln so. Also wird schon eine Zeit lang wird's gehen. Könnt ihr euch auf ein paar Stunden einstellen, auf jeden Fall. Aua. So.
So, die haben wir getötet. Jetzt fehlt uns noch ein Eisbrocken. Ah, da haben wir sogar noch einer. Ist der gerade neu gespawnt? Oder habe ich den einfach nur übersehen? Ich dachte, die Quest geht länger. Grüße. Man sieht sich. Man sieht sich. Wie geht's? Schön, euch zu sehen. Haben wir irgendwas bekommen? Ich guck da schon gar nicht mehr hin. Was? Nee, machen wir das nächste Mal. Ich gehe jetzt. So, ich bleibe jetzt hier. Kann ich irgendwo hinsitzen? Kann ich irgendwo hinsitzen? Da kann... Nein. Schade. Irgendwie rennt hier auch gar keiner rum. Hier ist nichts los. Was ist das für ein Scheiß? Ist doch langweilig. In MMO, wo nichts mehr los ist. Wenn ich Tees angucke, da ist in den kleinen Gebieten noch mega viel los. So. Naja, gibt halt nichts Spezielles mehr. Warum soll man... Ja, und neue Spieler gibt es hier auch ganz selten mal. Schade eigentlich. Man rennt in dieser großen Welt alleine rum, weil es nichts zu tun gibt. Hm. Schade eigentlich. So, ich setze mich jetzt hier mal ans Feuer. Ich glaube, es war X. Ja. Okay, meine Freunde. Dann würde ich sagen, ich glaube, ich kann hier sogar noch winken. Ey. Was dachte ich, ich kann das? Was willst du? Hallo. Begrabst du mir oder die? Begrabst du mich hier? Ey, willst du mich eigentlich verarschen hier? Ich geb doch... Ah, das funktioniert nicht. Warum? Naja, keine Ahnung. Irgendwie will das nicht funktionieren. Es funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Bleibt er hier nicht drinne? Also, ich wink jetzt. Zack, bye bye. Und ich bin... Ach, so ist eigentlich auch schön zu spielen, aber... Hm, schwierig. Sehr schwierig. Haben wir noch zum Reparieren eigentlich? Nee. Ah, erst ab Level 10 geht Rüstung kaputt. Okay, so war das, glaub. So, ich setze mich jetzt hier trotzdem nochmal kurz hin und... Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Entweder ist jetzt eine Folge am Stück oder ich habe doch zwei geschnippelt. Ich weiß es nicht. Also, bis dann. Euer Claudio vom Black Forest Gamer. Tschüssi.